Also für das Gericht brauche ich das immer für den Zitronenbrioche, der dann nachher in knusprige Mini-Mini-Croutons obendrauf kommt. Wir machen den Brioche immer im Vorzug. Wird wirklich ganz wunderbar, so ganz luftig und aber auch schön backen oben. Wir brauchen dann auch noch den Dampf, um das Zitronenöl zu machen. Zitronenzeste eingelegt in Olivenöl mit Fenchelkörnern, mit ein bisschen Sternanis. Das lassen wir dann so ziehen im Steamer bei 60 Grad. Und ja, das waren eigentlich schon diese beiden Funktionen.